Das dauert ja ewig. Meine Güte. Am besten wäre es noch jede Stunde Restart, ey. Ja, und dann noch mal eine Stunde warten, bis es wieder losgeht, ja. Ist der Server jetzt mal hochgefahren oder wie lange dauert Nein. das? Ey, ganz ehrlich. Kommt nicht wieder. Der hat Er ist seine ja Sachen da. gepackt und Hä? ist gegangen. Ja. Was hast du, Falco? Er ist ja da. Wo steht er denn? Also, wo siehst denn du das, dass er da ist? Na, bei mir in der Liste. Ja, ist Also schön, dass jetzt. der da ist, aber ich kann nicht joinen, da steht immer Ich nur sehe den Warten nicht in auf meiner Host. Liste. Doch, hast du den unter Favoriten gespeichert? Im Verlauf ist der nicht. Also, ich habe den bei mir unter Favoriten ist da drin und da steht 8 Bei Uhr. mir war er auch im Verlauf drin. Aber bei mir steht die ganze Zeit nur Warte auf Host. Und da muss entweder 10 Uhr oder 21 Uhr oder 22 Uhr stehen. Dann ist der. Lass doch einfach einen anderen nehmen, der ist zum Kotzen, ey, wenn er nicht funktioniert. Ey. Erstens Oh, leckt er das, und sag zweitens mal, ist die hörst du Fahrt eigentlich aber auch unruhig. zu? Das ist bei allen jetzt so. Verarschen, Alter. Ja, Na, das ist alle, echt die fünfmal diese vier gesagt. Stunden Rhythmus drin haben, bei denen, das dauert jetzt immer. Also auf jedem Server, auf den ich bis jetzt war, hat das zu lange gedauert. Also, das ist hart. Das ist echt sehr lange. Was ich aber noch nicht rausgefunden habe, ist, wenn du jetzt bei Time guckst, oben in der Liste, da hast du jetzt zum Beispiel Server dabei, da ist die Uhrzeit und dahinter ist ein kleines X. Ja, das sehe ich auch gerade. Aber ich weiß nicht, wofür das steht. Ey, du bist jetzt aber auch noch nicht drauf gejoint, oder Falco? Nein! Ja, Geht gleich toll. los, Warum bleib steht der denn da ruhig. schon drin? Das macht ja auch sehr viel Sinn. Ja, wenn ich nehmen war. Warte. Der startet auch gerade neu. Noch. Der startet auch neu. Ja, die Ich starten glaube, alle es neu. dauert schon 10 Minuten. Warten Ja. jetzt. 11 Minuten. Das ist echt ätzend. Ach du Weil, ey, dann Scheiße. kann ich so eine Zeitverschwendung einfach. Das. Warum haben wir das überhaupt so gemacht? Das war doch Hey, vorher. was? Wie heißt der gute Herr? Roy Kevin. 6678 und Dienst ging zu schnell, da war die Nummer weg. Hast einen neuen Follower? Hallo, jawohl. Der gute Roy Kevin ist leicht zu entertainen, der sieht gerade nur die Pausenbilder. Ja, der muss pinkeln, deswegen. Ja, das kann sein. Vielleicht sitzt er gerade auf dem Klo und hat sich gedacht, das passt genau. Der Markus spielt XX, hat eine Frage. Wie du siehst, kann man es nicht spielen nach dem Update. Man kann sich das Menü angucken. Nein, man kann es an sich spielen, wenn die Server dann mal hochgefahren sind. Darauf warten wir jetzt gerade, um die Frage zu beantworten. Oder? An sich kann man es wieder spielen. Ich finde es okay. Ja, Es ich find's auch läuft. okay. Halt mit den Ah, da war Servern ein läuft guter es noch nicht. Server gefunden, oder? Wenn die Server an sind, dann ja. Was ist denn jetzt mit Wenn dem die Ding? Server an sind, dann ja. Dann kann man spielen. So, pass auf, wir nehmen jetzt mal einen anderen Server hier. Ja, bitte. So, nehmen wir mal. Mach mal, such mal einen raus. Ich sag's euch, der ist in 5 Minuten hat einen Restart. Boah, ey, krieg ich einen Rappel. Dann ist aber der andere wieder hochgefahren, weißt Ja, aber bis wir auf dem dann drauf sind, hat der wieder Restart. Meinst du? So, ich Das bin jetzt auf einem doppelt. drauf. Ja, okay, ja, versuchen Okay, wir es. wir gucken. Hier bei mir, refreshen. Ich starte mal wieder das Bild. Wir wechseln mal wieder das Bild. Ich wollte noch zeigen, wie schön der Kerl im Menü seine Beine verlängern kann. Ich finde das sau lustig. Toll, ja, was ist denn jetzt hier? Tag oder Nacht? Das weiß das aber auch noch nicht. Nacht. Zip, zip, zip. Ist toll. Okay. Freunde.
kann ich auf Freunde klicken. Ey, das funktioniert ja wieder hier. Das Menü funktioniert schon mal nicht. Huch, jetzt wird mir der Server doppelt angezeigt. Ich habe schon wieder einen Kochtopf gefunden. Ihr seid auf dem WWG plus SSF. Ne? Das ist doch ein anderer Server, Sven. Hallo? Ja, trotzdem habe ich im selben Haus einen Kochtopf gefunden. Oh lol, was ein Leck. Lol. Der Markus empfiehlt uns einen eigenen Server. Nee. Ja, was? Hätte ich auch gerne, aber... Gibt das Spiel gib uns garantiert Geld. Nicht. Ja, wenn den einer bezahlt, sein, nur nicht ich, dann ist okay. Ich bin was zu trinken gefunden. Ich bin ein armer Student. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder beim Connecten, ey. Oh Mann. Gleich vom Stuhl ab und dann machst du's. Eben noch gesagt, ja, das kann man jetzt spielen. Läuft super. Waffeleffekt. Ja. Lol, Murphy's Law. Lost has been Law. Battle Eye. Klein, not responding. Oh, Hacker. Oh, Lost Hacker. Alter, ey. Was? Oh, was? Ich nie wieder. Bauer Klein responding, was? Was? Ich hab nicht zugehört. Ja, du Klein bist gekickt. Responding. Ich wurde gekickt. Ja, weil Hacking. Weil Hacking, so stand es da. Weil Hacking. Sie wurden gekickt, weil Hacking. Hallo. Hallo. Weil Hacking. Ich hab wieder eine Trumpet gefunden, das heißt, ich werde gleich sterben. Also, wer als erster bei mir ist, kriegt eine Mosin. Ich nehme sie mir einfach. Was ist das für Bestechungen hier? Ich bin jetzt durch Zeleno durch. Kommst gleich mit so einem Truck vorgefahren und verkaufst Süßigkeiten oder was? Ich kann leider keinen Truck nehmen, weil ich zwei Langwaffen habe. Ja und? Schmeißt halt eine hin. Das ist ein gutes Thema. Habt ihr beim Steam Sale zugeschlagen? Ja, ich habe H1Z1 gekauft. Mach ich heute Abend noch. Und ich habe, und da freue ich mich so dermaßen drauf, ich habe mir Goat Simulator geholt. Oh. Ja, für 2,50. Oh, da hättest du auch einfach 10 Euro nehmen können und anzünden können. Nein, er hat nur 2,50 gekostet. Und ja, Kleingeld kann es nicht anzünden. Er hat es einfach weggeschmissen. Echt? Runtergeschluckt. Aber endlich der eine, der auf meiner Seite ist. Aber ich habe ganz ehrlich, ich habe noch gar nichts gekauft, aber bis morgen geht's noch, gell? Ja, stimmt. Ja, aber ich weiß noch nicht, was ich soll, ganz ehrlich. Oh, jetzt ja, mein Hut weg, oder was? Skyrim, das kostet nur 3 Euro. Skyrim hast du immer noch nicht geholt? Ne, das war anfangs was für 7 Euro und ich wollte warten. Also ich möchte jetzt aber noch hören, was der Markus gekauft hat. Wenn er schon sagt, er ist jetzt arm durch den Steam-Sale. Ich fand, da waren diesmal gar nicht so gute Sachen dabei. Nee, ich war diesmal ein bisschen enttäuscht. Ja. Das ist echt kacke gewesen. Was? Wieso stehe ich denn jetzt an der scheiß Straßensperre? Ist das ein Witz oder was? Part ist einfach, Black Ops 1 ist im Steam Sale teurer gewesen, als bei Saturn einfach so zu kaufen, als Disc. Oh, ich lasse erst mal gerade aufbauen, bevor ich loslaufe. Boah, hey, wo bin ich denn jetzt? Reis. Was gibt's? Reis? Uah. Ach, da ist die. Das ist Klinik. Keine Tür, okay. Warum ist überall Nacht? Ich verstehe das nicht. Sind die auch immer nachtgeil oder was? Also ich find's eigentlich auch mal ganz geil, aber die Wechsel sind halt noch ein bisschen nervig. Also weil das so lange dauert, teilweise. Dritten Mal, echt, ist das dasselbe Haus oder? Ich bin so doof, ne? Ach, ich würde gerne. Kommentieren wir jetzt mal nett. Ihr könnt euch ja noch für 10 Euro H1Z1 holen. Nee, 10 Euro. Nicht noch so ein Spiel, Alter. Nicht noch so ein Spiel. Aber da ist Dings, nicht noch so ein Teenie-Film. Alter, wieso leuchtet das da in der Stadt? Bei mir leuchtet gar nichts, ne? So, ich benötige einen neuen Rucksack. Okay, Oh, 50 Euro. Winter Sale. Geht aber. Der Winter Sale hat 50 Euro geschluckt. Ja, 50 Euro finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Lol. Ja gut, hier in, drauf an, Alter, ne? Was ist das? Kamishowo, da haben die irgendwie so ein Lager auf der Straße aufgebaut. Ja. Spieler, oder? Das habe ich noch nie hier gesehen. Und es leuchtet. Ja, leuchtet das. Aliens. Halt. Und die wollen das haben sie jetzt neu eingefügt. Jetzt gibt es nicht mehr nur Zombies, jetzt gibt es auch noch Aliens. What the fuck? Ja, wo sind jetzt da? Weißt du, bist du schon in Kamishowo? Ja. Das ist da bei der Gefängnisinsel, richtig? Nein, das ist noch im... Vor Elektro ist das, oder? Kamishowo. Ach nee, das ist Kamarowo, ist das.
Nee, Kummerobo. Ja, okay. Marco sagt gerade, für einen Schüler sind 50 Euro viel. Ja, das stimmt. Was hat er denn für Spiele gekauft? Ja, es kommt darauf an. Ich meine, bei den Sales von Steam kannst du für 50 Euro... Hat er zwei Spiele gekauft, die 25 Euro gekostet haben? Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Da kannst du ja auch für 50 Euro... Ja. Das geht... Ist möglich. Das ist möglich. Flasche Pommes frites. Ich werd mit euch, bin gleich tot. Sven, wo bist du denn? Ich? Oh, keine Ahnung. Überfragt. Ja, was ist denn das? Wir befinden uns in Tschernarus. I feel like having a drink. Tja, dann trink doch was. Weißt du, welche Funktion ich hier immer noch vermisse? Die Bear Grylls Funktion. Ja, yeah, ein Rucksack! Wisst ihr, was ich meine mit Bear Grylls Funktion? Ja. Ja. Sein eigenes Pipi trinken. Hättest du uns jetzt auch ersparen können, irgendwie. Wieso? Was? Das macht Bear Grylls immer. Ja immer vor allen Dingen. Ja, irgendwie immer, ja. Oh, so im Restaurant könnte ich eigentlich. Ich hab eine Shotgun. Nein, das stimmt nicht. Ey, ich hab genug Folgen geguckt, der hat das überall schon gemacht. Das kannst du aber auch. Ich gucke immer das Survival. Doch, der hat das schon oft genug gemacht. Survival, ja klar, hier Dave Canterbury und Cody Landin, die sind voll geil. Der eine Typ ohne Schuhe und Socken. Ja, und der eine ist davon der übelste Lügner. Welcher? Der die Schuhe anhat. Wieso? Weil der gar nicht bei irgendwelchen Special Forces war und kein ausgebildeter Scharfschütze ist. Deswegen haben sie den ersetzt. Ach ja, das ist ja ein Ding. In den neuen Staffeln ist doch ein neuer. Ja, ja, das ist ein neuer Typ. Wenn ihr schnell hier seid bei mir, gell? Hier ist so. Sind zwei Zelte, die hier einfach nur rumstehen. Ja und? Okay. Ja und? Guck halt mal so rein. Wie soll ich das nennen? So ein ich Pavillon. Ich ziehe einfach mal die ganze Aufmerksamkeit auf mich, indem ich durch die Gegend renne. Mitten auf der Straße ist ein Pavillon und zwei Zelte und ein Lagerfeuer und ist keiner hier. Also Sven, ja. Um deine Frage zu beantworten, der Markus hat sich Borderlands 2 mit DLCs, schätze ich mal, meint er, gekauft und DayZ. Und noch irgendwas. Geht. Okay. Geht. Sind ja auch gute Titel. Keine Ahnung. Ist immer noch so teuer? Also jetzt im Sommer-Sale nicht, glaube ich. Was hat der DayZ, Borderlands und noch was? Der Borderlands hat, glaube ich, nur ein paar Euro gekostet. Weil das hatte ich ja damals für 9 Euro gekauft oder so. Borderlands? 9 Euro für... Also ich habe für Borderlands 9 Euro bezahlt. Oh shit, ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob Steam-Sale war, ich glaube nicht. Shit, ich habe nix. Angebot. Nein, ich habe nix, um die Scheiße aufzumachen. Oh lol, wieso bin kann ich da auch schon 9 Euro. Alter, ich mache jetzt eine Dose mit einem Hockeyschläger auf. Dann bleiben aber noch immer 25 Euro. Das ist aber Euro einziges flöten gegangen. Und noch was hat er geschrieben. Ja, was dann? Ich interessiere mich natürlich auch für das andere. Weiß er nicht mehr. Hat so viele Spiele in der Bibliothek, dass er es nicht mehr weiß. Kann passieren. Wieso leuchtet diese Stadt die ganze Zeit? Da ist noch ein Kaputt. Was, wir sollen uns Mafia 2 nicht kaufen? Ist ein geiles Spiel. Hatte ich auch nicht vor. Das ist echt? Ich habe immer nur Gutes gehört davon. Jo. Ich hab's nicht gespielt. Ich brauche was zu essen und ich brauche was zu trinken. Verdammt. Warte mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt, wenn ich jetzt hier in die nächste Stadt komme? 5 Stunden Spielzeit. Wo? Mafia. Das ist nein, schreib eher. Wenig. Jo. Muss ich auch mal sagen. Fabi, wie weit bist du beim Witcher? Oh, ich habe jetzt so anderthalb Wochen nicht mehr gespielt. Okay. Weil ich war auf Seminar. Ich hab seit dem ersten Mal nicht mehr gespielt irgendwie. Aber das haben so Rollenspiele immer an sich bei mir. Ich kann die nicht lang spielen. Also ich muss immer, ich kann es mir irgendwann zu langweilig. Das ist ein scheiß Brunnen. Also ich finde die Story eigentlich ziemlich cool. Die Story ist echt. Die Story kann mich auch nicht fesseln. Leider. Nee, einfach nee. Letzte richtig gute war. Alle sagen, das ist scheiße, aber ich fand's gut, Dragon Age 2. Das habe ich wirklich durchgespielt, aber sonst. Ich hab Skyrim auch nicht durchgespielt. Ich weiß, du bist bestimmt durch bei Witcher, oder?
Ja, letzte Woche. Nach 111 Stunden. Oh, ich muss echt mal... Ja, wenn ich mal Zeit Wo hätte... Wo ist hier dieser Kackbrunnen, ey? Also das, Nur ein Stück weiter. Nochmal so die... Der letzte Part von der Hauptquest, der ist nochmal richtig geil. Also die Story da... Echt krass. Ich finde die ganzen... Ich finde ja alle Quests, die ich bisher gespielt habe, nie... Irgendwie schon haben irgendwie was. Haben alle irgendwie was Geiles. Wo ist hier der verkackte Brunnen? Die Hexenaufträge, die sind ja immer gleich so, aber... Alle anderen Nebenquests sind eigentlich ganz cool. Also zumindest von der Story mal ein bisschen was anderes. Ja. Wie viele Leute sind auf diesem Server hier eigentlich gerade? Keine Ahnung. Fünf. Kann ich gucken, ich zoome Brunnen. Also und wir vier. Nein. Doch, wir vier wir und noch einer. Wieso läuft diese Stadt dann die ganze Zeit? Hier sind schon wieder Leute. Das ist aber recht wenig auf dem Server, ne? Ist ja davor. Naja. Scheiße, ich finde den Brunnen gerade nicht. So, ich bin jetzt unten an der Küste. Ich bin in Kamishovo. Und bin, glaube ich, schon fünfmal am Brunnen vorbeigelaufen. Das ist das zweite Mal. Ich sehe es nicht. Oh, Leute, hier ist ein Typ. Das ist bestimmt dann der fünfte auf dem Server. Kasi heißt der. Der stirbt dich bestimmt. Haha, der tötet dich bestimmt. Ne, der stand hier einfach nur. Der tötet ihn. Ah, hier ist er. Töt ihn. Nein, ich kann nichts, ich hab nichts zu töten. Ja, was willst du denn töten? Hau ihn halt. Braucht er mal, aber Deutschers. Ich hab keine Ahnung, wie ich mein Scheiß. Mit Umschalt ist, glaube ich. Oder Tab, meine ich. Nee, wir haben es doch umgelegt, glaube ich, auf Mausding, Fabi. Sag mal, bin ich überhaupt in Kamishovo? Spielst du überhaupt DayZ? Ja, ist eine gute Frage. Hä? HZ1 spielst. Wo bin ich denn hier gerade? Push-to-talk-Feststelltaste. Ich bin nicht in Kamishovo, hä? Wo bin ich? Hey du, bleib stehen. Wo zur Hölle bin ich? Irgendwie. Ich laufe auch irgendwie immer im Kreis, habe ich so das Gefühl. Oh, was zu trinken. Das scheint aber recht friedlich zu sein. Der stand jetzt neben mir, hat mich angeguckt. Ja, jetzt, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Aber wenn, dann sterbe ich, weil ich mir scheißegal. Ja, wie ist er denn ausgerüstet? Hat einen Rucksack und ist mit einer Flare in der Hand am Rumrennen. Ja, mein Gott. Dann wollte er dir schon nichts tun. Wenn, dann hätte er dich da schon angegriffen. Mein Outfit ist einfach top. Warum wusste ich jetzt, dass sie... Och, ey, ich bin ja im Himmel. Oh. Ich bin tot. Ach. Ich jetzt? Warum das? Ja, hat dich wahrscheinlich getötet, oder? Ach, mach mal leer. Ernsthaft? Hat er dich jetzt getötet, oder was? Ja. Ja, siehst du, hab ich doch gesagt. Weswegen denn? Ich hab halt nichts zum Töten gehabt, was soll ich machen? Du kannst ihn schlagen. Ja, und dann zieht er die Waffe und das war's. Ja, und? Ich muss schlagen halt einfach. Warum hast du denn nicht mal geredet mit dem? Ja, weil bei mir Feststelltaste nicht Warum geht, Warum hast du nicht noch geschrieben Arschloch oder so? Oh ja, machst du nichts. Du hast einfach, hättest einfach fragen sollen. Salo, Kind. So. Salo, Zin. Ey, ich hab's immer mit den Dings. Hallo. Mit den Namen. Kann ihn nicht aussprechen. Du hast jetzt schon 3 neue Follower? Ja, yeah, Summer. 11. Läuft. Ja, die kleine Pause, die hat vielleicht ganz gut getan, ne? Mal nix zu machen, ja. Hä? Was ist denn das bitte schon für eine... Ach, hier geht die Tür doch auf. Ich schätze mal, er heißt Salozin. Vielleicht kann er... Vielleicht... Was? Sarazin? Nein. Hallo? Hilo? Sag doch mal nicht solche Sachen. Er kann es ja vielleicht mal in den Chat schreiben. Der Einzige auf dem Server, der noch mit uns ist. Schießt jetzt einfach mal in der Stadt. Kamishovo ist er. Das ist schon wieder, das ist was ein Typ.